Ich möchte anfangen, ein bisschen den größeren Bogen zu spannen und mit einem Zitat beginnen. Das Zitat liest sich wie folgt. Das mir vorschwebende Ideal beruht auf der Stärke, dass der Einzelne sagen kann, ich will mich aus eigener Kraft bewähren, ich will das Risiko des Lebens selbst tragen, will für mein Schicksal selbst verantwortlich sein. Und das ist ein Zitat von 1958 von Ludwig Erhard aus seinem Buch Wohlstand für alle. Und dieses Motto Wohlstand für alle ist das Credo, das die Wirtschafts- und Sozialpolitik in Deutschland in den letzten 6, 7 Jahrzehnten sicherlich entscheidend geprägt hat. Also diese zwei zentralen Elemente. Auf der einen Seite dieses Konzept der Freiheit, der Möglichkeit, der Verantwortlichkeit für des Individuums, aber auf der anderen Seite auch die starke soziale Komponente. Also die Idee, der Staat hat die Aufgabe, ein soziales Sicherungsnetz bereitzustellen, damit Menschen dieses in Anspruch nehmen können in schwierigen Zeiten. Also diese beiden Komponenten. Und die Frage, die ich denke, wir uns heute stellen sollten, ist, inwiefern ist der deutsche Staat diesem Ideal gerecht geworden? Inwiefern haben wir wirklich in Deutschland heute eine soziale Marktwirtschaft im Sinne Ludwig Erhards? Und meine Antwort, meine ganz persönliche Antwort darauf ist, dass wir wahrscheinlich nie weiter davon entfernt waren, in den letzten 70 Jahren dieses Ideal zu erfüllen als heute. Und es gibt viele Indikatoren, viele Entwicklungen, die darauf hindeuten. Letztlich ist Deutschland ein Land der Ungleichheit. Und ich will drei große, für mich zumindest Puzzle, kurz anreißen. Das erste ist ein Vermögenspuzzle. Wir sind ein Land mit einem relativ hohen Pro-Kopf-Einkommen, Nummer 10 in der Welt. Wenn Sie sich die ganzen exportierenden Länder rausrechnen, gehören wir nach den USA und Ländern vielleicht wie die Schweiz zu denen mit dem höchsten Pro-Kopf-Einkommen. Wir sind ein Land, das eigentlich relativ viel spart, in dem die Menschen viel sparen. Das würde eigentlich bedeuten, wir sollten doch ein hohes Vermögen haben, ein höheres Nettovermögen über die Zeit haben aufbauen können. Die Tatsache aber ist, dass, wie jetzt auch die Studie von der Europäischen Zentralbank, der Haushalt Finance and Consumption Survey der EZB zeigt, dass Deutschland zu den Ländern gehört, in denen das Nettovermögen des durchschnittlichen Haushalts, also des Medians, in Deutschland so niedrig ist wie in fast keinem anderen europäischen oder Eurozonenland. Es ist weniger als die Hälfte von Ländern wie Spanien oder Italien. Es ist niedriger selbst als Länder wie Portugal oder Griechenland. Und das ist zuerst einmal überraschend, wo man sagt, wie kann denn das eigentlich sein, dass wir ein so niedriges Nettovermögen pro Kopf haben, zumindest in der Mittelschicht, also beim Median. Und wenn Sie dann die Verteilung durchgehen, also wenn Sie sich die unteren 40% anschauen, sehen Sie eigentlich etwas sehr Ähnliches, dass viele Menschen am unteren Rand letztlich kein Nettovermögen haben aufbauen können. Natürlich gibt es hier unterschiedliche Zahlen. Ich glaube, das sollte ich zu jedem einzelnen Punkt sagen, vielleicht als Disclaimer vorneweg. Natürlich hängt es davon ab, was Sie sich anschauen. HFCF gibt andere Zahlen als das sozioökonomische Panel. Auch hier machen wir natürlich, und viele meiner Kollegen und Kolleginnen am DEW Berlin, viele Studien, Analysen darüber über Einkommens- und auch Vermögensverteilung. Aber letztlich deuten alle, auch wenn die Zahlen etwas anders sind, darauf hin, dass wir extrem wenig Nettovermögen haben, vor allem auch bei den unteren 40, 50, 60%, also auch am unteren Ende, ist im internationalen Vergleich, hat Deutschland es geschafft, sehr wenig Nettovermögen aufzubauen. Das ist irgendwo dieser Widerspruch. Wie kann das sein, wir haben hohes Pro-Kopf-Einkommen, eigentlich auch, müsste das doch bedeuten, wir haben einen großen Kapitalstock, irgendjemandem musste dieser Kapitalstock doch gehören. Und dann ist die Antwort häufig ja, aber das liegt an dieser Art und Weise, wie wir Deutschen sparen, wie wir Vermögen aufbauen. Wir sind ein Land, das eine sehr niedrige Immobilienquote hat, so nur knapp 40% der Deutschen haben ein Eigenheim. In Südeuropa sind das 70, 80%, zum Teil deutlich mehr. Aber selbst wenn Sie hier diese Anpassung, Preisanpassung vornehmen, sagen, vielleicht sind die Bewertungen dieser Immobilien in Südeuropa exzessiv, kommen Sie trotzdem noch zum gleichen Bild. Und natürlich, wenn es heißt, Sie haben keine Immobilie, dann muss es aber doch bedeuten, dass Sie Ihr Vermögen irgendwo anders haben. Und was erstaunlich ist, dass wir Deutschen zwar sehr viel sparen, aber gleichzeitig auch sehr schlecht sparen. Das heißt also nicht nur, wir haben keine Immobilie, kein Eigenheim, sondern wir halten auch einen sehr geringen Anteil an Aktien. Weniger als jeder zehnte Deutsche hält Aktien mit abnehmender Tendenz übrigens über die letzten 15 Jahre. Sprichwort Telekom, Volksaktie, das ist jetzt nur ein Beispiel, es gibt viele Erklärungsgründe dafür.
Aber das heißt auch, dass wenn ich mein Erspartes, was viele Deutsche tun, letztlich zu einem Großteil auf dem Sparkonto habe, gerade in dieser Phase heute bei Nullzinsen, heißt das natürlich, dass ich real Geld verliere, dass ich eine negative reale Rendite habe. Also wir sparen schlecht, aber trotzdem ist es überraschend, dass trotz dieser hohen Pro-Kopf-Einkommen sich das über die Zeit nicht deutlich besser entwickelt hat. Und die zweite Erklärungsansatz ist, wenn irgendjemand dieser Kapitalstock, also auch die Wohnungen, in denen wir wohnen, gehören müssen, dann müsste es ja heißen, irgendjemand hat dieses Vermögen. Und das sehen wir in der Tat bei den oberen 10%. Und das kommt zum zweiten Teil dieses Vermögenspuzzle für mich, dass Deutschland das Land ist mit einer der höchsten Vermögensungleichheiten in Europa. Wiederum sehr von Zahlen abhängig, aber wir sehen zumindest nach vielen Statistiken, dass Deutschland zumindest mit Österreich mit zu den höchsten Ländern gehört, mit der höchsten Vermögensungleichheit. Das heißt, wir haben einen kleinen Teil ganz oben, die sehr, sehr viel dieses Kapitals haben. Auch hier können wir das nicht genau messen. Wir wissen alle, die oberen 0,1% oder 1% können wir in vielen Statistiken nicht wirklich erfassen. Wir haben Kollegen am DIW Berlin eine Studie darüber gemacht, über die oberen 0,1% oder 1%. Und also auch wenn man das mit berücksichtigen sollte, zeigen diese Studien, dass wenn man das kalkulieren könnte, diese Ungleichheit in Deutschland bei Vermögen noch mal deutlich höher wäre im Vergleich zu anderen Ländern. Also nach allen Maßen haben wir ein Land nicht nur mit relativ geringem Nettovermögen für einen Großteil der Bevölkerung, sondern auch mit einer extrem hohen Vermögensungleichheit. Zweite Puzzle für mich ist das Einkommenspuzzle. Auch hier heißt es häufig, eigentlich ist doch die Einkommensungleichheit in Deutschland gar nicht so hoch. Und was Menschen damit meinen, wenn sie das sagen, sie schauen sich das verfügbare Einkommen an. Also das, was wir in der Tasche haben, nach allen Steuer- und Transferleistungen. Und da stimmt es in der Tat, da haben wir ein Gini von knapp 0,29. Ich glaube, der OECD-Durchschnitt der letzten Zahlen liegt bei 0,3, 0,30. Also da liegen wir ungefähr im Durchschnitt. Wenn Sie sich allerdings das Markteinkommen anschauen, die Lohnentwicklung, dann sieht man, dass die Markteinkommen in Deutschland mit zu den Ungleichsten gehören. Basierend auf der OECD-Datenbasis sagt das sogar, dass die Einkommensungleichheit basierend auf den Markteinkommen in Deutschland höher ist als in den USA oder Großbritannien. Also auch hier das Puzzle, wir haben zwar bei den verfügbaren Einkommen nach Transferleistung des Staates eine relativ moderate Ungleichheit, aber wenn ich mir die Markteinkommen anschaue, also das, was wir aus eigener Kraft erwirtschaften, ist Deutschland ein sehr, sehr ungleiches Land. Und gerade wenn wir die Entwicklung über die letzten 15, 20 Jahre bei den Löhnen anschauen, sehen wir, dass diese Spreizung massiv auseinandergelaufen ist. Also die unteren, praktisch sogar die unteren 40, 50% heute geringere Reallöhne haben als noch vor 15 Jahren, wogegen die oberen 30, 40% sehr starke Anstiege hatten. Also hier hohes Niveau der Ungleichheit. Klar, natürlich gibt es Debatten darüber, wie hat sich diese Ungleichheit bei Einkommen entwickelt. Wir sehen seit 2005 eine Stagnation, sogar einen leichten Rückgang zuerst und dann wieder einen Anstieg. Hängt sicherlich mit einem sehr guten Arbeitsmarkt zusammen, sehr hohe Beschäftigungsquote. Wir haben die Arbeitslosigkeit seit 2005 praktisch halbiert oder sogar mehr als halbiert. Also all das trägt natürlich auch zu einer positiven Entwicklung bei, dass diese Spreizung nicht weiter gestiegen ist und etwas zurückgegangen ist. Das dritte große Puzzle für mich ist das Mobilitätspuzzle. Und wie ich am Anfang erwähnt habe, so implizit in der sozialen Marktwirtschaft geht natürlich auch um Chancengerechtigkeit. Also die Tatsache, dass es doch eigentlich dass eine Gesellschaft relativ durchlässig sein sollte, dass Menschen, die aus einem schwachen Background kommen, durchaus die Chance haben, gute Bildung zu bekommen, hohe Einkommen zu erzielen, auch hohe Vermögen aufzubauen. Und hier gehört auch Deutschland wiederum zu den Ländern mit einer außergewöhnlich niedrigen sozialen Mobilität. Also wenn Sie in relativ sozial- oder einkommens- und vermögensschwache Haushalte geboren werden, dann ist es extrem schwierig, diesen Aufstieg zu schaffen. Also das, im Amerikanischen heißt es immer vom Tellerwäscher zum Millionär. Das ist also in Deutschland nicht sehr viel leichter, als in den USA zu schaffen. Also dieses Image, für mich zumindest, dass wir Deutschland mit den USA vergleichen, ist eigentlich schockierend, weil zumindest nach meiner Wahrnehmung, und zwar USA ist das Land der unbegrenzten Möglichkeiten, aber auch ein sehr sozial ungleiches Land mit einer sehr geringen sozialen Mobilität. Und eigentlich unterscheidet Deutschland die USA in vielen dieser Aspekte
nicht besonders viel. Jetzt kommt die Frage, sollten wir uns als Wirtschaftswissenschaftler oder als Wissenschaftler allgemein überhaupt mit diesem Konzept der Ungleichheit auseinandersetzen? Denn das ist eine extrem emotionale Debatte und viel hat mit einem Gefühl der Gerechtigkeit zu tun. Also ist es gerecht, dass es so eine hohe Vermögensungleichheit, geringe soziale Mobilität oder Einkommensungleichheit gibt? Und als Wissenschaftler habe ich dazu eigentlich wenig zu sagen, denn Gerechtigkeit ist etwas sehr, sehr Subjektives. Was mich also als Wissenschaftler daran interessiert, ist die Frage, der positive Aspekt darin, also die Frage, wie wirkt sich Ungleichheit auf die Leistungsfähigkeit einer Wirtschaft und einer Gesellschaft aus? Und hierzu nochmal dieses Konzept der Freiheit, dass ich glaube, also auch wirtschaftlichen Freiheit, Ideen zu verfolgen, wirtschaftliche Risiken einzugehen. Und hier gibt es ein sehr schönes Konzept von Isaac Berlin, der unterscheidet in seiner Arbeit zu Two Concepts of Liberty zwischen positiver und negativer Freiheit. Also positiver Freiheit in dem Sinne, dass die Gesetze einem die Möglichkeit geben, wirtschaftlich aktiv zu sein, Unternehmen zu gründen, freie Entscheidungen zu treffen. Aber genauso wichtig ist dieses negative Konzept der Freiheit, nämlich, dass man gewisse Barrieren nicht hat, dass man also nicht irgendwelche Barrieren auferlegt wird, die einen in seiner Handlungsfreiheit beschränken. Und genau das finde ich eigentlich die wichtige und spannende Frage. Was gibt es für Barrieren, denen heute Menschen in Deutschland im Wege stehen, um ihre Ideen zu verfolgen, um wirtschaftlich aktiv zu sein, um ein Unternehmen zu gründen, um wirtschaftliche Entscheidungen zu treffen? Und auch hier zeigt sich, dass Deutschland eigentlich relativ viele dieser Barrieren hat. Also als Wirtschaftswissenschaftler geht es mir vor allem letztlich darum, wie kann ich den Kuchen, den wirtschaftlichen Kuchen vergrößern, nicht unbedingt darum, wer bekommt welches Stück, also wie wird dieser Kuchen verteilt. Wieso ist diese Ungleichheit wirtschaftlich relevant? Und es gibt viele Aspekte, die zeigen, dass eine Ungleichheit wirtschaftlich schädlich ist und dass die Höhe, das Niveau der Ungleichheit bei Vermögen, bei Einkommen und auch bei Mobilität in Deutschland mittlerweile negative wirtschaftliche Auswirkungen hat. Das erste geht um Wachstum. Die OECD hat eine Reihe von sehr, sehr schönen Studien, sehr überzeugenden Studien gemacht, auch in der Cross-Section, also versucht, über Länder das zu vergleichen und hat meiner Ansicht nach sehr überzeugend gezeigt, dass wir mittlerweile in einem Niveau angekommen sind, der Ungleichheit, in dem das Wachstum aktiv reduziert. Wir haben geschätzt 0,6% Punkte geringere Wirtschaftsaktivität über einen 20-Jahres-Zeitraum für Deutschland. In anderen Ländern ist es noch höher, in anderen Ländern ist es etwas geringer. Also es hat direkte wirtschaftliche Kosten, weil es letztlich über verschiedene Kanäle, einer der Kanäle ist natürlich über die Nachfrage. Menschen, die sehr geringes Einkommen haben, können relativ wenig sparen, haben also eine relativ hohe Konsumquote. Menschen, die relativ viel Vermögen zurücklegen können, ein Einkommen zurücklegen kommen, haben in der Regel eine sehr niedrigere Sparquote. Also eine dieser Kanäle ist über die Nachfrage. Wir sehen es aber auch über die Verschuldung. Und natürlich, wenn ich ein relativ geringes Nettovermögen habe, dann heißt es, bin ich gezwungen, kann ich wenig Risiken eingehen, dann kann ich auch wenig meiner Chancen entwickeln. Bin ich also sehr, habe ich sehr starke Restriktionen. Wir sehen es in anderen Bereichen, vor allem auch als Grund für die globale Finanzkrise. Raghu Rajan, der frühere Chefökonom des IWF und jetzt heute Zentralbankgouverneur, hat ein sehr schönes Buch über Default Lines geschrieben, in dem er im Prinzip die globale Finanzkrise auf die hohe Ungleichheit in den USA zurückführt und zeigt, dass man in den USA stark versucht hat, gerade den einkommensschwachen Gruppen über eine Politik Immobilien bereitzustellen zu günstigen Konditionen, was letztlich zu dem Subprime geführt hat, also einer Verbriefung von Immobilienkrediten gerade an einkommensschwächere Haushalte, die letztlich so den ersten Schritt getan hat zu der globalen Finanzkrise. Wir sehen es, dass hohe Ungleichheit in der Regel weniger Investitionen in Bildung verursacht, weil Menschen häufig gar nicht die Möglichkeit haben, mit einem geringen Einkommen in die Bildung ihrer Kinder, ihrer Familie investieren zu können oder ihre eigene. Also ist schlecht auch die Formation von Bildung, die Ausgaben für Bildung in Deutschland werden knapp 20% der Ausgaben für Bildung werden privat getätigt und sind natürlich massiv ungleich verteilt. Wir sehen auch, dass in vielen sozialen Aspekten Ungleichheit ist gesundheitsschlecht und das Sozialverhalten verändert, dass es zu höherer Armutsquote führt, letztlich auch zu geringerer sozialen und politischen Teilhabe. Also dass Demokratie, auch unser politisches System, funktioniert weniger gut in einem Land, das eine hohe Ungleichheit
an Einkommen, Vermögen und sozialer Mobilität hat. Und es schafft natürlich eine extrem hohe Abhängigkeit vom Staat. Und wir sehen, dass immer mehr Menschen in Deutschland massiv auf soziale Transferleistungen des Staates angewiesen sind. Also es nimmt so ein bisschen diese Freiheit, diese Selbstständigkeit, die ein ganz, ganz wichtiges Element einer sozialen Marktwirtschaft ist. Es ist die Frage, was sind die Ursachen? Was sind die Ursachen gerade für Deutschland, für diese Entwicklung? Wieso sind wir ein so ungleiches Land? Wieso haben wir dieses Ideal, das wir uns genommen haben, so weit verfehlt? Und für mich gibt es drei große Ansatzpunkte. Der erste ist, das hat was mit der Globalisierung zu tun, mit der technischen Fortschritt, technischen Veränderung, die wir natürlich in den letzten 20, 30 Jahren massiv gesehen haben. Zweiter Ansatzpunkt ist zu sagen, der Staat verteilt nicht genug um. Denn natürlich könnte oder vielleicht manche würden sagen, sollte er sicherstellen, dass diese Ungleichheit begrenzt wird. Vielleicht muss er einfach mehr tun oder deutlich mehr tun, um diese Ungleichheit zu beschränken. Und der dritte Ansatzpunkt hat letztlich was mit Chancengleichheit zu tun. Also sind die Rahmenbedingungen, sind die Barrieren in Deutschland so, dass es einfach sehr ungleiche Chancen an unterschiedliche Menschen gibt. Zur ersten Frage, Globalisierung, technischer Fortschritt, natürlich ist das ein massiver Faktor, diese Skill-Bias, Menschen mit besseren Qualifikationen Vorteil gibt, ist natürlich ein wichtiger Grund für das Auseinanderlaufen, vor allem für die hohen Einkommenssteigerungen bei den oberen 10-20%. Das ist sicherlich ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Wir sehen es auch bei der Globalisierung, das natürlich heißt, gerade wettbewerbsstarke Sektoren profitieren davon, dass dies massive Anpassungen in einer Volkswirtschaft erfordert und auch in Deutschland sicherlich dazu beigetragen hat, dass die Ungleichheit größer geworden ist. Prekäre Beschäftigung oder atypische Beschäftigung, auch das zeigen viele Studien, auch von der OECD und auch vom DIW Berlin, spielt auch hier eine wichtige Rolle, um zu erklären, weshalb diese Einkommensschere weiter auseinandergeht. Also all das sind Faktoren, die sicherlich wichtig sind. Aber mein Hauptpunkt ist, eigentlich trifft das auf alle Länder der Welt zu. Das kann nicht wirklich erklären, wieso Deutschland so anders ist von den anderen Ländern. Also dieser Globalisierungseffekt mit technischem Fortschritt, atypischer Beschäftigung, sehen wir eigentlich praktisch in allen Industrieländern und manchen Schwellenländern noch deutlich stärker. Deshalb der zweite Ansatzpunkt, vielleicht liegt es am Staat, vielleicht verteilen wir nicht genug um. Und wenn man sich das anschaut, dann sieht man eigentlich, nein, daran kann es auch nicht liegen. Denn wir gehören zu den Ländern, die eine recht hohe Staatsquote haben. Der Anteil der Staatsaktivität an der Wirtschaftsleistung ist in wenigen Ländern höher als in Deutschland. Frankreich gehört dazu. Ich habe es eben erwähnt, wir haben bei den Markteinkommen eines der höchsten Ungleichgewichte, Ungleichheiten weltweit unter den Industrieländern, bei den verfügbaren Einkommen nur eine durchschnittliche Ungleichheit. Das heißt, wie wir von Markteinkommen zu den verfügbaren Einkommen kommen, bedeutet, es gibt kaum Länder, die mehr umverteilen als Deutschland. Also wir haben relativ hohe Steuertransferleistungen, wir verteilen relativ viel um, wir tun es einfach sehr ineffizient. Und es gibt eine große Anzahl von Beispielen, wo wir als Land, als Gesellschaft sehr schlecht umverteilen. Nehmen Sie das Kindergeld oder das Ehegattensplitting. Ehegattensplitting ist ein schönes Beispiel, das eigentlich nur gerade den Familien zugutekommt oder den Ehepaaren zugutekommt, in denen es ein sehr ungleiches Einkommen gibt. Also in der einen Person, meist der Mann, ein sehr, sehr hohes Einkommen hat, mit allen negativen Anreizeffekten für Beschäftigung. Ähnliches gilt für das Kindergeld, das natürlich auch eher oder gerade Familien zugutekommt, die ein relativ hohes Einkommen haben. Wir sehen beim Umverteilen, dass wir also relativ viel umverteilen, aber das relativ schlecht umverteilen. Wir sehen aber auch in der Wirtschaftspolitik, dass viele der Wirtschaftspolitik, die wir tätigen, starke Verteilungseffekte haben. Ein Beispiel ist die Geldpolitik, die Nullzinspolitik der Europäischen Zentralbank heute, die sicherlich diese Ungleichheiten nochmal verstärkt. Weil, als ich es am Anfang erwähnt habe, die Menschen, die in Deutschland wenig sparen und schlecht sparen, gerade die Menschen sind mit relativ geringen Einkommen und relativ geringen Vermögensständen. Wogegen die Menschen mit relativ hohen Vermögen, die also Immobilien halten, die gerade auch in Aktien und Anleihen gehen, von dieser Geldpolitik tendenziell eher profitieren. Also die Politik, die Wirtschaftspolitik, auch die Verteilungspolitik trägt natürlich einen wichtigen Beitrag dazu bei, zu dieser Umverteilung. Aber wenn ich mir das staatliche Transfersystem und Steuersystem anschaue, daran liegt es eigentlich in Deutschland nicht. Wir tun es sicherlich sehr ineffizient. Aber die Forderung, wir müssten jetzt mehr tun, müssten Steuern erhöhen, halte ich eigentlich für unangebracht, weil
relativ gesehen im Vergleich in Deutschland, die relativ hohe Steuern, relativ hohe Umverteilung haben. Der Schlüssel für mich liegt deshalb vor allem im dritten Bereich, also im Bereich Chancengleichheit. Es hat zum Teil mit historischen Faktoren zu tun. Natürlich in Ostdeutschland haben wir 1990 von Null begonnen, in Westdeutschland 1945. Das klingt zwar relativ nach einer langen Zeitperiode, hat aber auch heute noch Auswirkungen. Also wir sehen zum Beispiel bei Immobilieneigentum natürlich in Ostdeutschland eine sehr geringe Eigenheimquote, auch aus diesen historischen Gründen heraus. Zweiter wichtiger Grund, in dem wir Deutschen sicherlich anders sind, ist die Wirtschaftsstruktur. Wir haben sehr viele familiengeführte Unternehmen, also sehr viel Kapital, sehr viel Produktionskapital ist letztlich in Familienhand oder in Privathand. Unter den 300 größten deutschen Unternehmen sind fast 100 Familienunternehmen. Wenn Sie sich das in Großbritannien anschauen, sehen Sie, von den 300 größten sind ein oder zwei in Familienhand. Also viel dieses Kapitals, was in anderen Ländern breit gestreut ist, ist in Deutschland sehr konzentriert. Und jetzt kann man sich fragen, ist das eigentlich ein Problem? Ist das ein Problem, dass so viel Kapital in den Händen von so wenigen ist? Und hier ist meine Sorge, dass wir uns viel zu häufig auf diese oberen 1% konzentrieren. Piketty tut das in seinem Buch. Fantastische Arbeit, großer Respekt, aber was mich an der Studie eigentlich stört, ist dieser starke Fokus auf die oberen 1%. Ist es nicht viel relevanter, sich die unteren 40-50% anzuschauen? Wenn das Einkommen, das Vermögen der unteren 50% sich verdoppeln in 10 Jahren, um ein Beispiel zu nennen, das aber der oberen 1% verdreifacht oder vervierfacht, wäre das ein Problem für eine Volkswirtschaft? Also ich glaube, wir haben viel zu viel Fokus auf diesen oberen 1%, zu wenig auf die unteren 40%. Als zweites Beispiel ist, gerade das Beispiel deutsche Familienunternehmen zeigt, dass eine Konzentration von Vermögen nicht unbedingt schlecht ist, denn viele sind sich einig, sind gerade diese mittelständischen Familienunternehmen, die eigentlich das Rückgrat der deutschen Wirtschaft sind, die eigentlich viel Beschäftigung schaffen, viel Stabilität schaffen, gute Jobs schaffen. Und das zeigt diese Schwierigkeit, wenn man versucht, oben zu sagen, ja, wir haben ein Problem mit dieser Konzentration. Also ich glaube, nochmals ist es wichtig, sich die gesamte Verteilung anzuschauen, zu überlegen, worauf wollen wir uns fokussieren, auf die oberen 1% oder die unteren 40%. Und ich denke, gerade da sollten wir ansetzen. Das bringt mich zu meinem dritten Punkt unter dem Thema Chancengleichheit, und das ist letztlich das Bildungssystem, das viele dieser Barrieren schafft. Vom frühkindlichen Bereich an, einige meiner Kolleginnen und Kollegen am DIW arbeiten gerade in diesem frühkindlichen Bereich, machen fantastische Forschung und zeigen, dass wir im frühkindlichen Bereich in Deutschland eigentlich immer noch viel zu wenig tun, gerade auch für sozial oder Kinder aus sozial- und bildungsfernen Familien, die von einem frühkindlichen Angebot viel stärker profitieren als andere, dass Deutschland aber hier sowohl bei den Ausgaben als auch von der Qualität anderen Ländern deutlich hinterherhinkt. Wir geben nur knapp die Hälfte bis ein Drittel für frühkindliche Bildung aus im Vergleich zu anderen Industrieländern. Es geht weiter mit dem dreigliedrigen Schulsystem, in dem im Prinzip im Alter von 10, 11 Jahren Entscheidung getroffen wird fürs Rest des Lebens, wenn ein Kind auf die Hauptschule kommt. Also die Durchlässigkeit über das Schulsystem ist sehr, sehr gering. Förderung, gerade auch von Kindern, die in Schwierigkeiten sind, ist in Deutschland relativ gering. Ich habe es erwähnt, bei den Bildungsausgaben 20% sind privat getätigt, natürlich extrem ungleich verteilt. Und so setzt sich das im Prinzip fort, also vom Frühkindlichen bis hin zum Schulende und natürlich darüber hinaus auch im Berufsleben. Wir haben große Diskriminierung im Bereich Gender. Auch hier machen wir am DIW eine ganze Menge, das zeigt. Natürlich machen wir Fortschritte. Wir haben eine Frauenquote, die eingeführt wurde für die Aufsichtsräte. Wir haben jetzt eine verbindliche oder Bekanntgabe auch für Managementbereiche, das ist noch keine bindende Vorgabe. Aber auch hier ist ein Beispiel dafür, dass diese Durchlässigkeit in Deutschland nicht nur im Bildungssystem, sondern auch im Arbeitsmarkt relativ gering ist. Und all das bedeutet letztlich dazu, dass die soziale Mobilität relativ gering ist, dass es schwierig ist für jemanden, der solche Nachteile hat, wirklich die Beine zu legen, Chancen zu entwickeln, Chancen zu bekommen und letztlich von Einkommens, aber auch vom Sozialen den Aufstieg zu schaffen. Also da liegt im Prinzip für mich der Schlüssel für diese drei Ungleichheitspuzzle, die ich am Anfang erwähnt habe. Geringe soziale Mobilität, hohe Einkommens- und Vermögensungleichheit, relativ geringer Aufbau der Vermögen. Und natürlich bewegt im Augenblick alles, oder viel in Deutschland, das Flüchtlingsthema.
Auch das ist letztlich in gewisser Weise ein Verteilungsthema. Und gerade da mache ich mir Sorgen, dass das als ein Verteilungsthema aufgezogen wird. Dass es heißt, jetzt kommen so viele Flüchtlinge nach Deutschland. Das können wir uns nicht leisten, weil es zu teuer ist. Das müssen die anderen Deutschen oder Deutsche oder Menschen, die schon hier sind, den Gürtel enger schnallen, weil viele dieser Gelder für Flüchtlinge ausgegeben werden müssen. Die könnten uns eventuell Konkurrenz im Arbeitsmarkt machen. Also all das sind letztlich ein Verteilungskampf über verschiedene gesellschaftliche Gruppen hinweg, zwischen Flüchtlingen und Menschen, die bereits in Deutschland sind, aber auch zwischen verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen in Deutschland. Häufig vom Teil der Politik hochstilisiert, denn ich glaube, auch das ist ein Beispiel dafür, dass es eigentlich einen solchen Verteilungskampf nicht geben müsste. Denn vielleicht wird Jens Spahn mir dann gleich widersprechen, aber die öffentlichen Haushalte in Deutschland haben eigentlich eine sehr gute Ausgangsposition, glaube ich, selten besser als heute, vor allem im internationalen Vergleich. Und die Schwächen in der öffentlichen Infrastruktur, im Bildungssystem, die viele von uns beklagen, haben letztlich nichts mit den Flüchtlingen zu tun. Diese Probleme, diese Schwächen bei den öffentlichen Investitionen haben wir schon seit 20, 30 Jahren. Das ist nichts Neues. Also auch hier versucht ein Teil der Politik, dieses Flüchtlingsthema zu einem Verteilungskampf hochzustilisieren und mit allen negativen Konsequenzen. Deshalb, ich glaube, dass dieses Thema Verteilung ist ein entscheidendes Thema für uns in Deutschland, nicht nur heute, sondern auch in Zukunft, gerade weil die Ungleichheiten größer geworden sind und sehr, sehr groß sind. Und gerade deshalb freue ich mich, dass wir auch hier über einen wissenschaftlichen Dialog haben. Ich freue mich auf den Tag heute, auf eine sehr spannende Veranstaltung. Danke Ihnen allen ganz herzlich fürs Kommen und vor allem den Referenten für Ihre Beiträge. Und wünsche Ihnen, wünsche uns allen einen spannenden Tag. Dankeschön.